Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die kleine Runde im Wald. Ich habe gerade so ein bisschen was ausprobiert und damit, ich hoffe es funktioniert. Schlagt mich bitte nicht, wenn es nicht funktionieren sollte. Ich muss ganz kurz erstmal gucken, jetzt muss ich mich erstmal hier wieder zurechtfinden, weil jetzt die Steuerung hier anders ist. Moment. Wir haben hier noch... Achso, das habe ich alles weggelegt. Wo kam der... Hier war doch ein Vogel. Ist gerade alles ein bisschen... Stopp! Okay. Ist gerade irgendwie ein bisschen... wackelig, habe ich so das Gefühl, aber ich finde mich, glaube ich, gleich wieder rein. Ich spiele momentan so viele Spiele... Ach, fuck, das war der falsche. Ja, okay. Ich spiele momentan so viele Spiele, bei dem sowas... Was ist das denn? Die sind irgendwie neu, liegen überall rum. Ich weiß nicht, warum. Warum bewege ich mich so schnell? Optionen? Wenn die Maus-Sense die ein bisschen runterschalten. Extreme, very far disabled. Back. Continue. Okay, jetzt geht's. Ja, oh, es wird gerade Nacht, sehe ich. Es ist gar nicht, Tag, sondern es wird gerade Nacht. Da springen wir mal in den Boden rein. Ja, wie gesagt, nee, habe ich noch nicht gesagt. Da ist unser typischer Startlag. Der kam jetzt gerade ein bisschen verspätet. Ich weiß nicht warum. Der Schatten ist cool. So. Z und schlafen. Wir spielen mit der neuen, mit einem neuen Webcam-Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, das läuft jetzt. Das alte Programm, was ich hatte, das war so ein Mittelding irgendwie. Und es hat ab und zu, weiß nicht aus welchen Gründen, mir zum Beispiel bei, auch bei Rising World. Ich glaube, es darf ich noch gar nicht verraten, dass ich Rising World spiele. Habe ich eh schon gemacht. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat es mir da ein paar Aufnahmen zerhauen. Und deswegen, bei ein, zwei Mal habe ich mir gedacht, okay, also, das kann passieren. Geil, wir haben Bären. Nicht essen, mitnehmen. Geil, wir haben Blaubeeren in dieser Runde. Sehr schön. Oh, noch. Ja. Geil, gefällt mir. Ja, bei Rising World hat es mir dann die Webcam-Aufnahme zerhäckselt. Das fand ich ja nicht so cool. Oh, wir haben sogar einen Hasen. Kann ich den nicht mitnehmen? Ich würde gerne den Hasen... Ich würde gerne den Hasen. Weil ich den Beutel in der Hand habe, oder wie? Moment. Momento. Komm her, Häschen. Aha, da haben wir den Hasen. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das jetzt passiert, dann will ich doch lieber... Oh, viele Häschen wir schon haben. Dann will ich doch lieber neues Programm und habe mir das jetzt zugelegt. Ich hoffe, es funktioniert. Ihr kennt das ja, wenn man was Neues ausprobiert, dann kann es passieren, dass da was schief läuft. Ich dachte gerade, ich werf das. Stopp, Moment. Leg's brav wieder zurück. Achso. Moment, da muss ich da nochmal ganz kurz den Beutel wählen. Das ist jetzt unpraktisch. Ich hätte da jetzt wirklich... Schon gerne... Egal, lass die Blaubeeren halt da stehen, ist auch egal. Hallo? Achso. Ja, dann tue ich mal ganz kurz unsere... begleitende Sonnenlicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt wegen dem neuen... Wegen der neuen Webcam. Ich hoffe, es funktioniert. Ich tue mal ganz kurz die Stöcker hier rein. Wie gesagt, wir sind auch immer noch... Ja, und jetzt ist natürlich zweite Aufnahme in der neuen... im neuen Spiel. Kann ich gerade irgendwie... Okay, jetzt sind sie einfach irgendein Stock, ist auch egal. Ich werde eine Stöcker gerade erstmal abernten. Wir sind in der zweiten Aufnahme in 013 jetzt. Ich bin heute wieder mal mega bei der Sache. Man merkt es einfach. So. Stirb. Okay. Dann machen wir hier das mal wieder an. Weil es in der Ecke einfach ein bisschen dunkel ist. Hab mal das hier hergebaut. Und hier war irgendwie unser Freund. Ich kann mal kurz gucken, ob ich da jetzt rankomme. Hier war mir so Freund, an dem man nicht rankam, gell?
Ja, unser Busch, an dem wir irgendwie nicht rankamen. Ich weiß nicht, ob ich ihn kaputt gemacht habe oder ganz gelassen. Was ist denn heute los? Geht ja richtig gut los. Moment. Ich fange euch aus der Luft ab. Ich krieg euch aus der Luft. Oh, was war das denn? Ich weiß es nicht. Hier unten war jetzt nichts mehr. Doch, hier sind ja auch noch welche. Das ist heute ein richtig guter Fang hier. Das ist heute, jetzt müssen wir mal gucken, ganz kurz. Oh, irgendwie ist heute ein bisschen, wie viel? Bit. Wir sehen uns mal gleich wieder. Und damit wieder herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade nochmal geschaut. Das liegt jetzt an der neuen Webcam, an dem neuen Webcam-Modul, dass wir nicht mehr so stabile 30 FPS haben. Was mache ich eigentlich? Ich gehe jetzt hier rüber. Wir haben jetzt 25 FPS gerade. Das scheint ganz schön zu ziehen, das neue Modul. Stört mich jetzt nicht wirklich. Müssen wir mal schauen. Ah, sind die wieder da, ne? Ich muss natürlich nochmal rein ins Gemüse. Lol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 . Sehr schön, wir haben ja vorhin was gegessen aus Versehen, da haben wir die alle nochmal wieder. Die haben wir anscheinend schon abgeerntet gehabt vorhin, ich weiß es nicht. Huch. Nehmen wir den da. Jetzt haben wir die Federn nicht, gell? Mist. Wir hatten zwar jetzt noch ein paar, aber sind nicht die gewesen. So. Holz hatte ich auch noch nicht weggebracht, das andere Ding habe ich auch gerade schon gemacht. War zum Glück so eine kleine Aufnahme. Oh, also nur 5 Minuten nur. Unsere kleine Buggy-Tür da hinten, die ist ja immer noch am rumpeln und humpeln. Und da ist der Hase. Den nehmen wir gleich mal mit. Diesmal erstmal auch nicht den Pilz, der da rumliegt. C. Sieht gar nicht nach Massentierzucht oder so aus. Massentierzucht, Massentierhaltung, wo er? Oh, eine Feder. Ich fände es sehr cool, wenn die Vögel nochmal kommen würden. Die haben mir gerade gefallen. Habe ich hier... Achso. Muss man jetzt eh zweimal schlagen. So. Und klack drauf da. Und klack drauf da. Haben wir denn hier... Hier haben wir nichts. Okay. Dann gehen wir mal ganz kurz hier runter. Boah, Alter, wie dunkel ist das hier unten. Ist das jetzt hier... Ach, auch ein Hase. Lol. Wie viele Hasen haben wir bitte? Da passen maximal 5 rein, gell? Ne, immer noch einer? Das sieht voll gesund aus. Also, die Hasen, die haben da auf jeden Fall Platz, um vielleicht nicht unbedingt in ihre eigene Kacke reinzulaufen. Das war's dann aber auch schon. Dann schauen wir hier mal weiter. Wir müssen ja auch draußen mal die Hasenstelle ab... Bist ja gerade vor meinen Augen. Da ist gerade vor meinen Augen einfach mal ein Hase reingerannt. Nicht schlecht. Haben wir noch einen? Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Wie haben wir jetzt nochmal 6? Da haben wir. Passt jetzt da immer noch einer rein? Ne, 6 ist genug. Okay. Ich dachte schon, weil das müsste ich mir mal Sorgen machen. Da haben wir jetzt 12 Hasen schon. Also wenn uns irgendwann mal die Lurche ausgehen sollten. Haben wir noch welche im Inventar? Ich guck mal ganz kurz. Ne, wir haben Reh im Inventar und wir haben noch ein paar Lurche hier hängen, aber das sieht momentan sehr mager aus. Vor allen Dingen haben wir auch gar keine Rüstung mehr. Ich könnte mir jetzt noch einmal mit Lurchskin was machen. So, da haben wir wieder eine. Komm her, stell die auf. Ich find's komisch, dass man immer nur von einer Seite diese Falle wieder aufschnappen kann, aber naja. Gibt schon was. Stimmt, und wir waren ja dabei. Ich habe jetzt die weißen komischen Holzsplitter sind. Ich habe die noch nie gesehen. Kann sein, dass es vielleicht ein Bug ist nach dem neuen Update jetzt. Wir waren ja dabei. Hier, hallo, würdest du mal die, genau. Hier unsere neue Festung aufzubauen. Es ist ja jetzt schwerer geworden. Ich habe jetzt ein paar neue Informationen wieder herausgefunden. Also nicht selber, sondern einfach durch Zuschauen von anderen Let's Plays habe ich ja wieder herausgefunden, was momentan so ein bisschen umgeändert wurde. Oh, ich hoffe, ich schlage nicht meinen eigenen Stock. Hier haben wir nichts drin.
Hier haben wir auch keinen Hasen. Ist jetzt auch nicht so, dass wir unbedingt gerade welche bräuchten. Wir fangen in unserer Behausung mehr Hasen als draußen. Das ist ein bisschen seltsam. War das gerade durch? Ich bräuchte wirklich langsam mal wieder Lurche. Das wäre mein Anliegen. Ach ja, hier unser Buggy-Schlitten ist noch da. So, dann nehmen wir uns mal ganz kurz hier die Stöcker mit. Weil wir können sie ja gleich hier drin platzieren. Wir haben ja, glaube ich, schon... Wir haben ja, glaube ich, schon einen... Genau, einen... Wir haben einen, aber der ist zu klein. Super, das gefällt mir. Dann bauen wir uns gleich mal einen... Ich laufe heute ein bisschen verplant rum. Das liegt daran, dass ich mir jetzt überlege gerade, nebenbei in meinem kleinen Köpfchen so, was wir jetzt genau machen, weil... Und jetzt werden die eine denken, aha, weil nämlich... Oh, das geht ganz schön schnell jetzt, ja. So. Okay. Und wenn ich da bin, wieder nicht mehr. Ich verstehe es gerade nicht. Egal. Dann machen wir den wieder fertig und dann stellen wir hier mal unsere Stöcker auf. So, dann kann ich nämlich auch den. Dann tue ich mal ganz kurz die Steine hier rein. Dann kann ich mir auch langsam wieder die Steine einsammeln. Das gefällt mir. So. So, jetzt machen wir das mal. Das Kleinschlagen in der Behausung. Das ist sehr schön. Wir können in der Behausung am Anfang einfach so ruhig sehen, ruhig einfach ein bisschen farmen. Ist zum Glück überhaupt nicht buggy oder so, dass ich einfach mal 2 Meter hinter der Wand sitze. Sah sehr gut aus jetzt. So, gut, dann gehen wir mal nach draußen wieder. Hier haben wir noch, hier haben wir noch, hier haben wir noch. Komm her, komm her. Los. So, Stein tue ich wieder reinlegen. So, aus dem einfachen Grunde. Wir haben nämlich gar nicht so viel Zeit, denn in für euch jetzt einem oder zwei... Ich hab euch doch genau gehört. Das war so einer. In 1 oder 2 Tagen für euch und in ungefähr 6 Tagen für mich jetzt kommt ja schon das Update 0.14 raus. Da bin ich schon gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Was da aktualisiert wird. Das ist ja immer noch ein bisschen geheim gehalten bei Forest. Und deswegen möchte ich heute gar nicht so viel bauen, denn die Höhlen wurden ja verändert und ich würde gerne langsam beginnen, in den Höhlen rumzustolzieren, um Kassetten und sowas zu finden. Zudem müssen wir noch das Boot finden, wo der Kassettenrekorder drauf liegt. Und deswegen würde ich heute einfach mal loslaufen. Wir haben jetzt ein paar Bären, das macht sich sehr gut. Da ist gerade ein Koffer einmal quer durch die Map geflogen. Man könnte davon ausgehen, dass jetzt hier irgendwas ist, aber der geübte Forest-Profi weiß ja, dass Koffer gerne durch die Gegend fliegen im The Forest. Und darum ist das nun mal so hier. Ja, gut. Dann wollen wir mal hier schauen. Und... Ah! Hallo, ich habe da eine dringende Bitte an Sie. Sie müssten mal ganz kurz... Ja, bleib stehen. Mach ruhig, mein Kleiner. Wir kriegen dich sowieso. Okay. So, es war jetzt überhaupt nicht so, wie so übertrieben oder so. Ich bin, hab da keine spastischen Zuckungen. Das ist vollkommen normal. Eigentlich frage ich mich, ob man vielleicht Wurzeln oder so später auch mal mitnehmen kann, so was hier so rumliegt so. Hallo? Und ich will mal kurz gucken, ob ich noch Schädel einsammeln kann. Can't carry more skulls und can't carry more sticks. Ich kann gar nichts einsammeln. Ich bin einfach schlecht. Zudem wollte ich mal gucken, wir haben jetzt 6 Federn. Klack und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann bis 6 zählen. Juhu! Und da haben wir noch 6 Zähne. Oh, wusste ich gar nicht, dass wir 6 Zähne haben. Da habe ich mich verzählt, genau. Okay.
Super, hat's funktioniert. Habe ich jetzt alle Federn aufgesammelt? Ich weiß es gar nicht.